Es geht weiter. Ich wohne jetzt in Winterthur, habe wieder Zeit, also höchste Zeit, das zweite Tutorial zu drehen. Wir schauen jetzt bis Tag 22. Hier sind die Noten, falls du sie noch nicht hast, findest du sie auf meiner Webseite. Kannst du sie kostenlos herunterladen. Also wir schauen bis Tag 22 und das ist weiterhin für Einsteiger. Also nachher wird es schwieriger, aber diesen zweiten Tutorial kannst du noch mitmachen, falls du Klavieranfänger bist. Vielleicht nicht wirklich blutiger Anfänger, da empfehle ich dir, die Anfängerkurse anzuschauen auf YouTube oder die ich wirklich ausführlich als Videokurs aufgenommen habe. Aber wenn du schon ein bisschen Kenntnisse hast, kannst du das spielen. Also, es geht weiter. Ich spiele dir als erstes das, was wir jetzt gemeinsam lernen werden. Weil ich finde, es ist wichtig, dass man diese drei ersten Takte, also Tag 9, 10 und 11, schon richtig gut beherrscht, bevor man das zusammenspielt. Übrigens, Takt 8, das ist sowohl die erste Klammer wie die zweite Klammer. Also das ist beide Takte sind Takt 8, weil wir spielen sie nicht nacheinander. So, wir fangen Tag 9 mit der linken Hand, also hier ist das mittlere C und wir haben C, G, C. C, G, C. Einfach als Linie denken wieder. Ganz schön spielen. Und dann im nächsten Takt haben wir G, G und über den Daumen H mit dem zweiten Finger. G. Das musst du vielleicht ein bisschen extra üben auch. Du kannst auch den Daumen loslassen. Also ich lasse es, glaube ich, immer los. Ich binde nicht wirklich die zwei Tasten, weil mein Pedal bindet es auch. Aber innerlich binde ich es schon. Und niemals, wenn man sowas hat, mit dem Ellbogen nach außen gehen, also so spielen. Die Hand bleibt ganz gerade. Ich sage immer, sie sind wie Krebse, unsere Hände auf die Tasten. Die bleiben ziemlich gerade. Klar, wir bewegen schon ein bisschen, wir sind locker, aber wir machen nicht so. Also beide Takte. C, G, C und G, H. Oh, G, G, H. Und im nächsten Takt haben wir A. Ganz schön üben zuerst. C, G, C, G, G, H und A, E, A. Wenn du das Pedal gleich nimmst, wechselst du auf 1 hier und auf 1 hier mit dem G und auf 1 mit dem A. Jetzt schauen wir die rechte Hand gleich dazu. Wir fangen mit dem Auftakt in der zweiten Klammer. H, C, D. Und jetzt zusammen C und E. G, C. Jetzt G mit der rechten Hand. F, E. Wieder zwei zusammen. G links mit D rechts. G, H. F, E, D und wieder zusammen. A links mit C rechts. E, A, rechte Hand. E, D, C. Jetzt schauen wir nach Tag 12 den ersten Schlag. Jetzt haben wir E links mit H rechts.
Noch einmal. H, C, D, C und E. G, C, G, F, E zusammen. G, H, F, E, D zusammen. A und C. E, A, E, D, C, E und H. Jetzt zähle ich die drei Schläge, dass wir wirklich keine Pausen einfügen irgendwo. Auftakt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins. Und vielleicht ein bisschen schneller. Stelle. Wenn wir sie spielen, dann boah, fühlen wir uns wie richtige Pianisten oder die, die uns zuhören, weil es schaut einfach sehr toll aus. Nicht wahr? Wir haben hier nur E's. Also E, 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 E. So, die ersten drei E's spielt die linke Hand. E hier, also hier ist die Mitte, das ist nicht das erste E unterhalb, sondern das zweite E. Nachher kommt der Daumen wieder auf E und nochmal der Daumen auf den nächsten E oberhalb. Also E, E, E. Das kannst du extra üben und du musst schauen, dass du das als Linie denkst und fühlst. Und nicht als Hammerschläge, also nicht vertikal. Nicht pom, 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 sondern als Linie. Also innerlich zieht es bei mir so ein bisschen in der Magengegend. Ja, so, ich denke das als Linie. Und das Pedal hilft natürlich auch. So, wenn du diese drei beherrschst, dann hast du zwei E mit der rechten Hand. Ich übernehme noch, ich spiele nochmal das gleiche E, also E hier. Jetzt die linke Hand spielt die gleichen E's, wie jetzt gerade die rechte Hand gespielt hat. Also nochmal E, E hier. Also einmal rechts und einmal links. Und noch zwei E's mit der rechten Hand. Ich übernehme dieses E und das obere E hier. So, nochmal das. Drei E's links, rechts. Links spielt nochmal die gleiche. Noch einmal. E, E, E. Rechte Hand. Linke Hand spielt die gleiche. Und rechte Hand. Das weiterhin natürlich ohne Pausen. Also du musst schauen, dass es alles regelmäßig gespielt wird. Das ist wirklich... welche Hand das ist. Also wenn du es langsam kannst, dann spielst du es auch so schnell. So, und ja, nachher kommt nicht mehr E, sondern dies E. Wir sind jetzt hier angekommen mit der rechten Hand. Jetzt spielen wir hier, da wo der Daumen ist von der rechten Hand, spielen wir dies E. Zuerst mit der linken Hand, aber lauter, lauter dies E. Hör mal zu. So viele. So, also die linke Hand spielt die ersten und dann die rechte Hand und dann die linke Hand. Also links, rechts, links. Und ich zähle dabei 1, 2, 3. Das ist mein Trick, weil es gibt so viele dies E, dass man sich schnell verliert. Man weiß nicht mehr, habe ich jetzt zu viel, zu wenig? Weiß ich nicht. Also ich zähle 1, 2, 3,
Und dann nochmal 1, 2, 3 zählen mit der rechten Hand. 1, 2, 3. Also das zweite Mal wechsle ich nicht mehr die Hand. 1, 2, 3 wechseln und dann 1, 2, 3 nur die rechte Hand. Und dann spielen wir weiter wie im ersten Tutorial. Das kennst du schon alles. Also ich habe wieder Auftakt in der ersten Klammer und ich bin dann wieder im Takt 9 und wiederhole das Ganze. Jetzt die E's. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Am Anfang gesagt, also du nimmst es auf 1, Takt 9, 10 und 11 und bei den E's, es steht zwar kein Zeichen, aber ich würde Takt 12 auf 1 auch wechseln, also hier das Pedal wechseln und dann liegen lassen, die ganze Zeit, wo du diese Linie spielst. E musst du aufpassen. Das ist wie im ersten Tutorial, wo ich gesagt habe, hier aufpassen, weil sonst haben wir schneller eine Suppe. Also da entweder ganz weglassen oder ganz für die Pedal benutzen. Und dann wieder ganz normal. So wie du es vorher gelernt hast. Noch einmal. Genieß diese Stelle, üb sie ganz schön und genieß sie, weil die sind so super. Yes! Und diese Stelle mit meinem Trick 1, 2, 3 zählen zweimal und regelmäßig spielen. Also das ist wirklich weiterhin sehr, sehr wichtig, dass du keine Pausen einlegst, dass du nicht auf einmal Pausen machst oder auf einmal schneller, auf einmal, wenn du wieder hier bist, schnell, weil du das kennst. Nein, nein, alles im gleichen Tempo. So, ich spiele das noch einmal durch, würde ich sagen, von ganz vorne und dann haben wir das. Also von ganz vorne, wirklich vom Takt 1 mit dem kleinen Auftakt. Nächstes Mal. Viel Spaß damit, viel Freude mit diesem wunderschönen Stück. Ciao!